Sie haben erwähnt, dass Sie mit Deutschland ruhig Tacheles reden können, weil die Beziehungen so gut sind. Was ist denn Tacheles bei Ihnen? Wo sind denn die Probleme, wenn wir jetzt die schönen Sachen weglassen? In den deutsch-tschechischen Beziehungen, vielleicht die Probleme können im Moment nicht in der Gegenwart geortet werden, sondern vielleicht also die können in der Zukunft kommen, wenn wir quasi den Sprung von der analogen Gesellschaft zu der digitalisierten nicht hinkriegen werden. Also wir waren, das wage ich zu behaupten, in Bezug auf die ganze mitteleuropäische Region, dass wir sind eine Art Lokomotive auch des wirtschaftlichen Fortschritts oder der guten wirtschaftlichen Entwicklung der EU in den jüngsten 10, 20 Jahren. Da waren auch also die Wachstumsraten sehr hoch, da war auch der ganze der geschäftliche Umsatz war auch enorm. Also wir waren, das sagen immer die Kollegen, vor allem aus Ungarn, also wenn man Visegrad-Staaten als Partner von der Bundesrepublik zusammenrechnet, also dann haben wir vielleicht also den größten Wirtschaftsvolumen, Umsatzvolumen ja europaweit. Wir Tschechen also sind jetzt mit 100 Milliarden Umsatz mit der Bundesrepublik, glaube ich, inzwischen in Top 10. Und wenn man es pro Nase berechnet, also dann sind wir noch besser dran. Aber das sind alles ein bisschen Erfolge, die die Wurzeln in einer Ära haben, also die unter Umständen in der ganzen Transition jetzt zu Ende kommen mag. Und die neue Zukunft, auf die man sich vielleicht noch vor ein paar Jahren sehr viel, vor allem in Deutschland, freuen wollte, jetzt glaube ich, also ist die Freude etwas gedämpft, aber trotzdem, also Dinge müssen gemacht werden, Dinge müssen angepasst werden. Die Digitalisierung kann man nicht stoppen, vielleicht mit der artifiziellen Intelligenz. Also da kann man vielleicht noch das Tempo ein klein bisschen modifizieren. Aber für uns wird es sehr schwierig und aber auch sehr wichtig sein, unsere Erfolge in der Neuzeit zu bewahren, unsere Position, unsere wirtschaftliche Position zu bewahren. Vor allem also in dem Automotorbereich, wo wir wirklich Spitze sind, auch also in der deutsch-tschechischen Kooperation. Unsere Success Story heißt Skoda. Und jetzt müssen wir schauen, also dass wir unsere Positionen verteidigen können, wenn man dann irgendwie die Elektrifizierung des Verkehrs vorantreiben wird und auch also wenn jetzt die Energien und Energiekosten auch weiterhin sich also von dem entfernen werden, also was wir gewöhnt waren also zu haben. Ja. Also dann müssen wir vielleicht anspruchsvoller, aber trotzdem sehr gemeinsam, eng verflochten vorangehen. Ich hoffe, dass wir es schaffen, aber wenn wir es nicht schaffen sollten, kann sein, also dass es auch ein bisschen also die Stimmung in der Region beeinflussen könnte, also dass die Leute sich vielleicht mehr vor der Zukunft, vor der Gegenwart fürchten werden und das könnte dann auch deren Aufgeschlossenheit beeinträchtigen. Das will ich nicht erleben.